Frau Dr. Hester, Sie sind Zentrumskoordinatorin für familiären Brust- und Eierstockkrebs in der Frauenklinik der LMU München. Welche Frauen sollten sich denn überhaupt bei Ihnen beraten lassen, sofern sie noch nicht selbst an Brustkrebs oder Eierstockkrebs erkrankt sind? Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns ganz oft im Alltag erreicht. Und hier ist es ganz essentiell, dass man sich diesen Stammbaum kurz in den Kopf ruft, den ich gezeigt habe in dem Vortrag. Wenn eine Frau eine Mutation hat, kann sie die weitervererben an ihre Kinder oder aber eben auch nicht. Das heißt, wichtig ist, wenn sich die Frage stellt, ist hier eine erbliche Belastung da, die erkrankte Person in der Familie zu untersuchen. Denn wenn wir eine Mutation nachweisen können, finden wir sie eben bei dieser Person. Wenn wir die Tochter beispielsweise untersuchen, die sich ja häufig mit so einer Frage an uns wendet und keine Mutation finden, dann wissen wir nicht, ist da wirklich keine Mutation in der Familie da oder hat sie diese Tochter einfach nur nicht geerbt. Deswegen idealerweise immer die Frau in der Familie, die erkrankt ist an Brustkrebs, untersuchen. Wir nennen das dann im Fachjargon, sag ich mal, die sogenannte Indexpatientin. Was ist denn jetzt, wenn es, sagen wir mal, meine Tante oder Großmutter war und die lebt gar nicht mehr? Dann haben wir natürlich keine andere Möglichkeit, als die Angehörige zu untersuchen. Und das ist natürlich in der Situation dann auch so, dass wir dann den jeweiligen Angehörigen untersuchen. Ne? Aber natürlich idealerweise, wenn das ihre Mutter, ihre Tante ist, die noch lebt, dann macht es am meisten Sinn, die sogenannte Indexpatientin zu untersuchen. Ist es denn jetzt so, wenn meine Tante, sagen wir mal, erkrankt ist und ich lasse mich testen, dass meine Mutter sich dann auch testen lassen müsste? Nein, also dann ist es am sinnvollsten, wenn es jetzt um einen Angehörigen geht, der etwas weiter entfernt ist und der nicht verfügbar ist für die Testung, sei es, weil er verstorben ist, aber manchmal spielen ja auch andere Gründe eine Rolle, wie dass der Angehörige einfach keine Testung wünscht, dann wird der am nächsten liegende Angehörige zunächst untersucht. Also wenn wir jetzt von ihrer Tante in dem Beispiel sprechen, dann macht es natürlich Sinn, zunächst ihre Mutter zu untersuchen, denn wenn ihre Mutter keine Mutation hat, dann können sie diese Mutation nicht haben. Das heißt, man geht dann den Stammbaum entlang zu dem nächstgradigen Verwandten des jeweiligen Erkrankten. Gut, ab welchem Alter kann man sich denn testen lassen? Also generell ist eine Testung ab Volljährigkeit möglich, das heißt ab dem 18. Lebensjahr, wobei wir für die BRCA-Gene wissen, dass die Erkrankungsrisiken mit dem 18. Lebensjahr minimal bzw. nicht vorhanden sind, sodass die entsprechenden Früherkennungsprogramme ab dem 25. Lebensjahr beginnen, beziehungsweise gleich gilt immer 5 Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter in der jeweiligen Familie. Das heißt, wenn wir beispielsweise Angehörige von Frauen haben, Töchter, wo wir wissen, es sind BRCA-Mutationen vorhanden bei der Mutter und sich dann die Frage stellt, wann testet sich denn jetzt diese jeweilige Tochter, dann ist es ab dem 18. Lebensjahr möglich. Etwaige Früherkennungsmaßnahmen würden allerdings ab dem 25. Lebensjahr beginnen und dann kann man sehr individuell entscheiden, ob man einfach möglicherweise bis zum 25. Lebensjahr mit einer Testung abwarten möchte oder ob man eben ab dem 18. Lebensjahr diese Testung durchführen lassen möchte. Jetzt nochmal auf Ihren Vortrag zurückkommt. Was sind denn die Möglichkeiten, wenn jetzt bei mir BRCA1-Gen oder BRCA2-Gen festgestellt worden sind? Die Maßnahmen unterscheiden sich ein bisschen, wenn man die verschiedenen Krebsrisiken betrachtet. Das ist zum einen im Wesentlichen das Brustkrebsrisiko, aber auch das Eierstockkrebsrisiko. Und für Brustkrebs haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen das intensiv oder wir können anbieten das intensivierte Früherkennungsprogramm. Das bietet ein jährliches MRT und halbjährlichen Ultraschall an, was dazu dient, Tumorerkrankungen in sehr frühen Stadien zu erkennen. Und wir wissen das eben aus Auswertungen, auch aus dem Deutschen Konsortium familiärer Brust- und Eierstockkrebs, dass dieses Früherkennungsprogramm wirklich die allermeisten Erkrankungen in sehr frühen Stadien erkennen kann, wo dann natürlich auch die Behandlungsmöglichkeiten deutlich besser sind. Die Alternative kann für den Brustkrebs eben eine prophylaktische Entfernung des Brustdrüsengewebes sein, was wiederum das Erkrankungsrisiko deutlich vermindert.
Und diese beiden Optionen können dann sehr individuell gegeneinander abgewogen werden. Operation mit dem Risiko, die Erkrankung zu verhindern, versus Früherkennung mit sehr früher Erkennung einer Erkrankung und dann natürlich auch besseren Behandlungsoptionen. Und für den Eierstockkrebs müssen wir leider sagen, dass es bislang nicht gelungen ist, ein solches Screening-Programm zu etablieren, weswegen wir allen Frauen mit BRCA-Mutationen die prophylaktische Entfernung der Eierstöcke empfehlen müssen. Wie schaut es denn jetzt aus, wenn ich noch sehr jung bin und bei mir das Gen festgestellt wurde und ich aber noch Kinderwunsch habe? Was mache ich denn dann? Also auch hier richten wir uns nach den Erkrankungsrisiken, ne? Denn jetzt auch BRCA-Mutationsträgerinnen erkranken zwar gehäuft an Eierstockkrebs, allerdings nicht in sehr frühen Jahren, sodass wir mit der prophylaktischen Entfernung der Eierstöcke auf jeden Fall bis zum mindestens 35. Lebensjahr bei BRCA1-Mutationsträgerinnen warten können. Bei BRCA2 sind die Erkrankungsrisiken etwas später. Hier wird die Entfernung frühestens ab dem 40. Lebensjahr empfohlen. Jedoch kann wahrscheinlich auch bei vielen BRCA1-Mutationsträgerinnen bis zum 40. Lebensjahr abgewartet werden. Da folgt dann eine sehr individuelle Beratung nach auch individueller Betrachtung des Stammbaums, Erkrankungsfälle in der Familie und auch individuellen Situationen wie eben der Familienplanung. Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit glücklicherweise eine Kostenerstattung bei erkrankten jungen Frauen, wenn man Eierstockgewebe entnimmt und einfriert, um die Möglichkeit, noch ein Kind zu bekommen, zu erhalten. Gäbe es diese Möglichkeit auch für Frauen, die Genträgerinnen sind? In der Regel ist auch das eine Situation, in der die prophylaktische Eizellentfernung mit einer Kostenübernahme ermöglicht wird, weil eben eine Ursache vorliegt, die diese Operation nötig macht. Jetzt, wenn ich mich für die vorbeugende Entfernung des Brustdrüsengewebes entschließe, zahlen denn die Kassen dann den Aufbau der Brüste wieder? Ja, auch hier ist es so, dass der Wiederaufbau des der Brust durch die Krankenkassen übernommen wird bei den BRCA-Mutationsträgern. Es gibt hier verschiedene Operationen oder Operationsmöglichkeiten zwischen Eigengewebs- und Implantataufbau. Wichtig ist, dass nach einer prophylaktischen Entfernung des Brustdrüsengewebes ein Jahr postoperativ nochmals ein MRT durchgeführt wird, um eben den Operationserfolg, Verlauf, die möglichst vollständige Entfernung des Brustdrüsengewebes hier nochmals radiologisch zu kontrollieren. Wenn ich jetzt erkrankt bin und mir, also auf einer Seite, und mir prophylaktisch auf der anderen Seite das Gewebe entnehmen lassen möchte, trifft das dann auch zu, dass die Kassen die Kosten übernehmen? Das ist bei BRCA-Mutationsträgern auch so bei der kontralateralen. Wir nennen das dann kontralaterale Brustdrüsenentfernung, genau. Gut. Wie kann ich denn, sagen wir mal, meine Ängste, dass ich erkranke, wenn ich so ein Gen habe, in den Griff bekommen? Gibt es da irgendwelche Tipps von Ihrer Seite? Das ist natürlich ein Punkt, der eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt. Und hier sind, glaube ich, verschiedene Säulen oder Bausteine sehr, sehr wichtig. Zum einen ist die wirklich gute und inhaltlich wichtige Information in den Beratungsgesprächen sehr, sehr wichtig, weil wir auch sehr individuelle Erkrankungsrisiken abschätzen können, Erkrankungsrisiken für definierte Zeiträume wie für 10 Jahre zum Beispiel angeben können, was teilweise diese Einordnung der Situation besser macht. Gleichzeitig bieten wir allen Patientinnen, die bei uns an den Zentren beraten werden, eine zusätzliche psychologische Unterstützung an, durch erfahrene Psychologinnen, die sich gerade auch mit der Fragestellung familiärer Brustkrebs sehr gut auskennen und hier Hilfestellungen leisten können. Und auch die Patienten-Selbsthilfegruppen lege ich jeder Ratsuchende, jeder Patientin, die bei uns beraten wird, wirklich ans Herz, da die medizinische Sichtweise und Sichtweise von Psychologinnen manchmal noch eine andere sein kann und noch andere Hilfestellung als Frauen, die wirklich selbst in dieser Situation sind, geben können. Ja, da ist ja das BRCA-Netzwerk besonders zu nennen, weil die eben auch in diesen Situationen waren, entscheiden zu müssen, was sie weitergehend tun werden. Tatsächlich ist erfahrungsgemäß gerade zu dieser Frage, was mache ich weiter,
Mache ich Früherkennungsuntersuchungen, mache ich prophylaktische Operationen. Die Sichtweise von anderen Frauen, die in der gleichen Situation waren, oft noch eine sehr, sehr wichtige und hilfreiche Ratschlag. Und wichtig ist auch, dass diese Entscheidungen nie Notfallsituationen sind. Das sind nie Entscheidungen, die übers Knie gebrochen oder in Drucksituationen getroffen werden sollten. Und hier sollte immer ausreichend Zeit für Entscheidungen und auch bewusste Entscheidungen sich genommen werden. Vielleicht noch ganz kurz, dass wir erwähnen, dass es eine spezielle Therapie gibt, wenn man an Brustkrebs erkrankt ist und Genträgerin ist. Was ist das für eine Therapie? Ja, das ist eigentlich die bedeutendste Neuigkeit mit für BRCA-Mutationsträgerin aus der Therapie in den letzten Jahren, dass wir bei Frauen mit BRCA-Mutationen die sogenannten PARP-Inhibitoren einsetzen können. Das ist eine medikamentöse Therapie, die ein besonderes Enzym, das ist ein Reparaturmechanismus, der sich PARP nennt, hemmt und der auch zur Reparatur von DNA-Schäden beiträgt, ebenso wie das BRCA-Protein das tut. Und wir sehen eben, dass wenn wir diesen Mechanismus hemmen, wenn gleichzeitig schon die BRCA-Mutation da ist, wir sehr, sehr gute Wirksamkeit einfach haben. Und diese Medikamente wurden zunächst in der metastasierten Situation untersucht und sind da auch zugelassen und sind wirklich eine sehr, sehr wirksame Therapieoption. Und wir sehen auch zunehmend, dass der Einsatz auch in speziellen Fällen von frühen Brustkrebs wirksam sein kann und möglich sein wird. Und auch da hoffen wir auf die Zulassungen in der kommenden Zeit. Vielen herzlichen Dank. Gerne.